Hallo und willkommen, hier kommt das Update für März von der Baustelle. Genau, was haben wir gemacht den ganzen Monat? Wir sind jetzt mit der Schaufel richtig dicke Freunde. Mit Schaufel und Schubkarre, Erde raus, Schotter rein. Das war so das Wichtigste eigentlich, was wir so getrieben haben hier. Und zwar hier hinter mir im Gästezimmer ist der Boden soweit frei. Der Schotter ist dann hier rüber gewandert ins Wohnzimmer. Bauschutt ist schon abgeholt. Jetzt können wir da anfangen, die Erde rauszuschippen. Genau, hier im Wohnzimmer war es eigentlich unproblematisch. Das war reine Erde, nur ein paar Baumwurzeln zwischen. Ansonsten Vlies drin, Schotter drauf, platt gerüttelt, alles gut. Jetzt muss ich nur noch hier die Wände behandeln. Ich möchte die Bruchsteine ein bisschen verfugen, damit ich die dann mit Bitumen anstreichen kann. Und dann kann hier Folie rein, Baustahlmatte und los geht's mit dem Beton. Genau, jetzt zeige ich euch mal Küche und Esszimmer. Ja, da haben wir auch die Böden geöffnet. Da war ja schon wieder alles, was man so verbauen konnte. Ne? Fliesen, zwei Schichten, Laminat, Linoleum, alles Mögliche. Ne? Wie halt üblich. Genau, so sieht das jetzt aus. Diese Zwischenwand haben wir rausgenommen. Zwischendurch hat es mal so ausgesehen. Da war irgendwie noch eine komische Wand zwischen. Die haben wir auch platt gemacht. Aber ansonsten auch leider nichts weiter gefunden. Keine Leichen, keine Schätze, nicht mal tote Tiere. So sieht das jetzt aus. Da auch das gleiche in grün. Ein bisschen die Bruchsteine verfugen, dann Bitumenanstrich, PE, Folie, Baustahlmatte. Dann kann der Beton kommen. Ich habe ausgerechnet, wir brauchen für diesen Bereich ungefähr 8 Kubik. Mal gucken, wie es klappt. So, für diesen Bereich jetzt hier ungefähr 11 mal 3,5 Meter haben wir 12 Tonnen Schotter reingefahren. Ein bisschen, der kleine Haufen ist noch da. Zwischendurch haben wir auch oben noch ein paar Zwischenwände entfernt, vor allem im Bad, weil da ja der Boden noch raus muss. Ein bisschen im Dachgeschoss noch was, also ne, Holz haben wir jetzt genug zum Wegschmeißen. Und als nächstes müssen wir an den Schornstein. Der ist dann nämlich im Weg, wenn wir den nächsten Teil der Bodenplatte gießen wollen. So sieht der Plan aus. Und dann gehen wir jetzt mal raus, dann zeige ich euch, was da so passiert ist. So, das ist jetzt noch, das sind die Reste vom Schotter, ne? Wie gesagt, das meiste ist ja schon drin. Kann man prima als Rutsche benutzen übrigens. So, Häufchen Erde wird auch immer größer. Das ist der Haufen da hinten, wo die Rutsche steht. Und dann zeige ich euch jetzt, was die schicken weichgebrannten Ziegelsteine. Die kommen aus unserem europäischen Nachbarland. Vielen Dank an dieser Stelle an den Nachbar, der beim Abladen geholfen hat und beim Zwischenlagern, wie es sich herausgestellt hat. Genau, so sehen die aus. Ganz schick, ganz schick. Ich hätte auch schon angefangen, die zu verbauen. Allerdings erweist es sich als schwierig, an einen Kalkmörtel ranzukommen. Ja, einen richtig zementfreien Kalkmörtel kriege ich irgendwie über meine drei Baustoffhändler hier nicht bestellt. Ich habe auch schon den Hersteller angeschrieben. Mal gucken. Also passiert das Ganze, ne? Wahrscheinlich, ich hoffe, dass ich da an die oder es sei denn, jemand hat für mich ein Rezept, wie ich das selber mischen kann. Ich habe irgendwie gelesen, eine Schaufel Kalk, drei Schaufeln Sand oder so, aber ne, schön wäre es, wenn ich das ein bisschen genauer wüsste. Und dann kann es losgehen mit Gefache erneuern. So, im April kommt der Tischler. Da sprechen wir über die ganzen Fenster. Und an den Schornstein müssen wir, habe ich gesagt. Und weiter geht's dann mit Schaufel und Schubkarre, Erde und Schotter. Das war's dann eigentlich schon für März. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich über eure Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Monat wieder. Bleibt gesund. Ciao, ciao.